das jetzt abschneiden, das Stück? Das muss der Papa aber abschneiden. Du darfst draufkleben, okay? Das ist da. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute bereiten wir schon mal den XCR vor. XCR 6x6 ist noch nicht da, dauert noch ein paar Tage. Aber wir können die Karosserie schon mal bekleben. Wir haben hier den Universal-Deckelsatz und eine Schere, genau. Aber ich glaube, wir tun erstmal, welche Farbe kriegt der denn? Schwarz. Schwarz, ja, schwarz ist der schon. Aber das Auto selber ist grün. Nee. Dann machen wir den auch grün, oder? Nee. Grüne Teile dran machen. Ja. Sollst du Löcher bohren? So ein Teil. So. Guck mal, hier sind Dachskids. So ein Teil. So ein Teil. Blau? Ja. Das passt aber nicht zum Auto. Das Auto habe ich in grün bestellt. Ja, ich habe. Oh, du magst blau? Ja. Dann muss ich den Adrian fragen, ob ich auch zwei blaue bekomme. Oh, ich rufe mal gerade den Adrian an. Ah. So, läuft wieder. Und was hat der Adrian gesagt? Hm. Ja, gell? Kriegen wir einen blauen XCR. Zwei blaue XCR. Dann tun wir das zurück. Und such dir mal die richtige Farbe aus. Die, okay. Eins. Ja. Auf. So, und die kommen hier oben aufs Dach, gell? Ja. Ja. So auspacken? Ja. Wo ist denn dein Stuhl? Hier. Und noch die Schrauben. Die Schrauben auch? Ja. Akkuschrauber? Schraube? Ja, ich sag jetzt mehr. So. Ich mach einen Bohrer rein. Bitteschön. Wird erstmal Loch bohren. Hier, wohin? So, warte. Die noch auseinander machen. Tust du die auseinander machen? Wohin? Nicht in die Finger. Hä? Ja, fest. War richtig. Super. Andere Seite auch. Okay. Ja. Super. So. Wohin? Ja. Ach. Aber jetzt. Ja. Mhm. Super. So, jetzt eine Schraube. Nein, erst mal reinschrauben. Warte, kannst du von Hand machen. So. Da. Eine Schraube. So, jetzt hier rein. Na, das willst du festschrauben. So, rein da. Ist drin. Ich tue ein bisschen andrehen, dann kannst du fertig machen, okay? Das kannst du hier arbeiten. Schraubst du rein? Hin,
andere Richtung. Wo ist die Richtung? Ja. Andere. Ja, genau. Weiter, weiter. Noch weiter, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Willst du Löcher bohren? Ja. Der Bohrer ist auch noch drin. Boah, ist schon drin. Bleib sitzen, ich geb dir. Ja, ein bisschen runterdrücken. Super. Eine Schraube. Und soll das das Haus? Wo die Mutter? Die Mutter machen wir gleich von unten. Erstmal alle Löcher bohren. Nächstes. Das so. Schraubst du nochmal rein? Noch ein Loch? Ja. Gerade halten und los. Super. Ja? Super. Noch eins? Das hast du schon? Das ist schon. Drücken. Super. Hier, das ist schon. Thomas? Schön? Ja. Gefällt dir die Farbe? Fällt unten. Jetzt müssen wir noch die andere Seite machen. Mit der Bohrer machen. Mit Unterteil ein bisschen. Super. Dann drehen wir die andere um, dann können wir die andere Seite machen. Ha, as, hier, an, flat. So. Einmal umgedreht. Da ist halt sogar. Ah. So. In die gleiche Position. Papa macht gerade ein Loch. Das. Zuerst macht der Papa, okay? Ja. Ja. Warte, warte, ich muss erst einmal festschrauben. Guck, sonst fällt es runter. Oh, der Bohrer nervt. Warte doch kurz. Warte, hier vorne müssen wir bohren. Warte, habe ich gesagt. So. Okay. Hier bohren. Ja. Ja. Mach das! Lass mich erst gerade fertig machen, damit die Richtung stimmt. So.
bohren und selbst anfangen muss. Hier, Papa. Mhm. Lass mich erst eine Schraube reinmachen, damit das gerade bleibt, weißt du? Ja. Schön. Oh, Rad an. Jetzt. Das heißt. So. Wo ist die anderen Löcher? Ja, richtig schnell. Ein bisschen drehen, dann kannst du rausziehen. Nee, ein bisschen Gas geben und dann hoch. Ja. Danke, Mama. Elma hat die andere. So, mein Chefmechaniker muss leider ins Bettchen. Sandmann ist rum. Und die Kamera ist leider ausgegangen. Ich habe es zu spät bemerkt. Ja, wir haben jetzt Frontscheinwerfer schon draufgeklebt. Hier die Seiten beklebt. Und Heckleuchten sind auch schon drauf.
So, das reicht erstmal. Auto hat schon mal ein bisschen Gesicht bekommen. Jetzt schneiden wir das noch ganz grob aus und ich denke mal, weitermachen können wir dann erst, wenn das Auto da ist. Ja. So, die grobe Form ist schon mal draußen, wird natürlich noch feiner gemacht werden, wenn es dann auch im Auto sitzt, aber ich will nicht zu viel wegschneiden, weil kann sein, dass wir den Platz noch brauchen. Und die biegt sich ziemlich hier nach innen, deswegen klemme ich jetzt hier noch was rein, mache es nur ein bisschen warm, dass sich die im Laufe der Zeit noch ein bisschen nach außen biegt. So, dann war es das für heute. Weiter kommen wir nicht. Ich fange schon mal an, hier ein bisschen Fender zu zeichnen. Ja, ich weiß noch nicht, ob welche drankommen. Vielleicht nur ganz leicht angesetzt. Mal schauen. Ja, das sehen wir mal, was die alles noch bekommt an Teilen. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Am 9. ganz früh morgens fahre ich direkt rüber zum Adrian, hole die 2 XRT ab und dann werden die ruckzuck zum 6x6 zusammengebaut. Also da habe ich wirklich Bock, ich habe schon einiges vorbereitet. Das Wichtigste ist halt, dass der 6x6 Adapter vom XMAX drauf passt. Ich gehe mal davon aus, wenn nicht, war das ja alles umsonst und das Teil kommt auf den XMAX drauf, weil wenn der Adapter nicht passt, dann ist die ganze Sache XRT 6x6 gestorben. Weil da fange ich nicht nochmal an, komplett von Null neu zu zeichnen. Aber ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das alles passt. Und ja, dass das reibungslos klappt für den Zusammenbau.
Dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.